Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. Drive. So. Ja. Gut. Da sind wir wieder. Noch ein bisschen am Laden. Die CPU macht noch ein bisschen viel Arbeit im Moment. So, aber das kriegen wir hin. Wir waren bei Garage to Garage. Ne? Garage to Garage at a residential area. 8:11. Da wollten wir noch weitermachen. Ein bisschen wenigstens. Dass wir vielleicht noch den dritten Stern kriegen. Ne? Okay. So. Wir setzen die Route. Nein, hier. So, die Route. Ich mach mal so, dass ich auch sehe, wo ich hinfahre. Ich würde sagen, wir liefern noch ein paar Fahrzeuge aus. Denn das ist schon eine ziemlich coole Opportunity, um verschiedene Fahrzeuge zu fahren. Ich muss mal. Eieiei. Was? Direkt mal Reifen geplatzt. Ich muss die Tastatur anders hinstellen. So. Ja, die haben schön gewartet. Okay, mit einem platten Reifen fährt es sich nicht. Ach, der Hinterreifen ist kaputt. Ah ja, okay, stimmt. Fährt sie ein bisschen schwierig mit einem kaputten Hinterreifen. Aber ja, mein Gott, wir müssen nur da zu diesem Parkplatz. Das werden wir wohl hinkriegen. Wenn man sich das anschaut, was manchmal auf der Autobahn rumfährt, LKWs, wenn dann da so Spuren auf der Straße sind, wo sie einen reinen Reifenplatzer hatten oder so, und schaut, wie lang diese Spuren sind, also dann fahren die auch eine ganze Weile. Und immer wenn ich vom Gas gehe und er rekuperiert, fängt dann hinten zu quietschen. Weil er dann hier hinten keine wirkliche Kontrolle mehr hat. Kontrollverlust durch Reifenplatzer. Ja. Vielleicht sollte ich nicht ganz so schnell fahren. Das war knapp. Na, hallo. Wie fahrt ihr denn? Komm mal. Ich muss eh hier lang. Tschüss. Wenn ich nur schnell genug fahre, dann fällt es gar nicht auf, dass der Reifen platt ist. Erst wenn ich dann bremsen muss. Oder er rekuperiert. Ja, das geht schon. Wir wissen ja nicht mehr weit, wir sind gleich da. Und dann ist die Karre wie durch Wunderhand ja wieder repariert. Durch Wunderhand? Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Gleich sind wir da. Ja, die Bremsleistung lässt mit einem platten Hinterreifen tatsächlich zu wünschen übrig. Und die Spurtreue auch, so ein bisschen. Aber wir sind schon am Ort. Und da sind wir schon. Wunderbar. Gut. Dann wollen wir mal noch ein paar Fahrzeuge liefern. Start. Bin ja mal gespannt, was da sonst noch so cooles unterwegs ist. Das ist schon interessant. Mir gefällt's. Falls euch irgendwie das nicht so gefallen sollte, der Karrieremodus oder so, dass ihr sagt, okay, nein, mach mal lieber freies Spiel und keine Ahnung. Lad noch Mods oder irgendwas. Also wenn ihr Anregungen habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich eventuell drauf eingehen. Beziehungsweise ich gehe eigentlich immer drauf ein, weil ich lese alle Kommentare.
Und ich bin auch nicht so weit am Vorproduzieren, dass ich jetzt hier, dass ihr reinschreibt und ich dann erst 3 Wochen später das ausführen kann. Wo ist die Maus? Hallo Maus? Ah, hier. Meistens bin ich so eine Woche im Voraus. Also, das ist Optimalfall. Normal. Es sollte so sein, dass ich eine Woche im Voraus bin. Wenn ihr also dann unter dieses Video was drunter schreibt, dann sehe ich das ungefähr in einer Woche. Also, ich sehe es natürlich gleich, aber ich kann dann halt erst so in einer Woche drauf reagieren, wenn ich wiederum, also wenn ich dann wieder neu aufnehme. Boah, voll die coole Stadt eigentlich. Geile Map. Ich habe da gerade ein riesen Solarfeld gesehen. Ah, geil. Aber meistens ist es so, dass ich nicht eine ganze Woche im Voraus bin, sondern dann halt nur ein paar Tage und dann geht es eventuell sogar schneller. Aber wie gesagt, ich lese alle Kommentare. Und wenn ihr irgendeine Anregung habt, was ich denn mal ausprobieren soll, haut's einfach in die Kommentare. Dann schauen wir. Bisher haben wir alles gemacht, was ihr gesagt habt. Also von dem her, gut, es war nur einer. Das mit dem Bus. Aber ja, haben wir ja ausprobiert. Gut. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Lass mal sehen. Wo ist die Maus? Ja. Mhm. Ein ETK. ETK 800, oder? Ja, schön. Bisschen getuned, schön tief. Looks familiar to me. Was war das? Ah, das war das. Der räuchelt ja. Oh, was ist das für eine Halle da drüben? Schön. Kann man bestimmt cool drin driften. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir sollen die Karre abliefern. Und nicht damit rumdriften. Ja, wobei. Wir müssen natürlich auch testen hier. Was ist jetzt hier? Me. Drive Mode. Was? Two-Step Interactive? Das ändert... Moment mal, das ändert den Sound? Das hat einen Klappenauspuff, das Ding? Alter, was? Okay, Moment. Da muss ich aber mal genau anschauen hier. So, Achtung. Erstmal hier, Realistik-Schaltmodus. Handbremse an. Leerlauf. Mhm. So. Grün. Aha. Dunkel. Drive Mode Drift. Drive Mode 2 Wheel Drive. ESC und TSC off. Ja. Na gut, ein bisschen anders hört er sich tatsächlich an. So, so ist alles aus, ne? Machen wir hier wieder auf den normalen. Und dann mal schauen, ob wir hier die Reifen anwärmen können. Oh. Naja, geht tatsächlich gleich in Leerlauf. Interessant. So. Aber Driften geht gut. Okay, ist ein bisschen arg laut. Mal ganz kurz schauen. Wo wir blinken. Hier. Mal kurz hier an den Rand fahren. Rechts blinken. Nee, hier ist normal. Dann sind wir hier vielleicht ein bisschen arg laut. Aber zu heftig soll es auch nicht sein. Man soll mich schon auch noch ein bisschen hören. Lautstärke 100%.
Vielleicht so 85, ne? Das könnte besser sein. So. Gut. Ja, so ist besser. Ist immer noch relativ laut, aber geht. Also der fährt sich verdammt geil. Gute Bremse. Auch mit ohne ESC fährt er sich relativ stabil. Ich versuche mal einen Drift einzuleiten. Okay, die Gegenverkehr. Hier. Upsi. Ah, nichts passiert. Obwohl, das Rad steht ein bisschen. Rad hat leichten Schrägstand jetzt. Ja, das kann man alles einstellen. Das ist alles Einstellungssache, kein Problem. So, wo willst hin? Hier will's hin. So. Steht gut? Passt. Sehr gut. Next Delivery. Ja gut, das Rad war da. Bisschen Spur verstellt. Das geht schnell. Einmal Bordstein, ne? Schon. Oh, was ist das denn? Hui. Und was sind da für tolle Spuren? Der hat Noss. Okay, Noss ist aktiviert. Er muss mal gucken, ob der... Okay, mit so einer Karre driftet man eigentlich nicht. Das ist ein Drag. Ein Drag Racer. Mit Noss. Und Noss ist schon viertel leer. Naja, gut. Wir müssen alles ausprobieren, oder? Ja, gut, unten raus. Unten raus kommt er nicht so gut. Oh, warum ist der Motor so aus? Ach, wegen Noss wahrscheinlich. Der überhitzt ein bisschen. Ich mach das wieder aus. So. Hat er keinen Kühler oder? Wieso wird er nicht mehr kalt? Zylinderkopfdichtung. Head Gasket. Zylinderkopfdichtung ist beschädigt. Ah, kann ich aber nichts dafür. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur Noss angemacht. Aber wenn die Karre nicht driften kann, ohne zu überhitzen, oder insgesamt nicht fahren kann, ohne zu überhitzen. Also ein Kühler sollte schon eingebaut sein. Der sollte jetzt eigentlich kühlen. Dadurch, dass wir relativ schnell fahren. Aber was passiert, wenn ich jetzt Noss anhau? Falsch. Upsi. Okay, ich mache Noss wieder aus, vielleicht. Besser. Wird sonst zu heiß. Nachher schmelzen uns die Kolben dahin. Oh, ich fahre schon wieder falsch. Bitte was? Ja,
also, boah, da kann ich auch nichts dafür. Kann man nicht wiederholen, ne? Kann man nur... Ne, kann man nur... Oh. Nicht meine Schuld. Mm-mm. Wenn da ein Problem im Kühler besteht, nicht meine Schuld. Ich bin ganz normal gefahren. So, was haben wir hier? Der hört sich auch gut an. Machen wir auch mal aus. Ja, schön. So, hier haben wir auch einen Turbolader. Mal schauen, ob wir hier die Reifen anwärmen können. Bist du bescheuert? Das war die Kupplung. Hupsi. Okay. Die kühlt auch wieder ab. Die Kupplung, die kühlt auch wieder ab. Kein Problem. Ja, es schlupft ein bisschen. Also heute habe ich es mit dem Motorschaden offensichtlich. Also, wenn ihr mal euer Auto geliefert haben wollt, ich bin da euer Mann. Bitte fahren Sie vorsichtig, ja? Oh, Kupplung ist ein bisschen heiß geworden. Also, zum Glück gibt es kein Geruchsfernsehen, YouTube, Spiel, Bildschirm, wie auch immer. Weil das würde jetzt ziemlich ekelhaft stinken, glaube ich. Nach Kupplung. Naja, wir sind angekommen, ist schon okay. Die kühlt auch wieder ab, dann tut die wieder. Die ist wahrscheinlich noch nicht ganz weg. Vielleicht ein bisschen. Ja. Ich meine, gut, ja. Reibscheibe, Kupplung, kein Problem. Das macht jede freie Werkstatt. Ja. Pillepalle. Vor allem, wenn der Motor hinten ist, gar kein Problem. Kommt man gut ran und so. So, warum dauert das jetzt so lange? Ich glaube, wir kriegen kein Auto mehr. Ja, wir kriegen nur noch ein halbes Auto. Weil wir die alle kaputt machen. Also ihr. Nicht ich, ihr. Oder hat er sich jetzt einen von meinen Mods geholt? Ja, natürlich. Was ist das? Das ist ein Tesla mit irgendwas anderem gemischt. Naja, gut, solange es fährt, was soll's. Ein Prototyp. Sagen wir einfach mal, es wäre ein Prototyp. Spaltmaße. Tesla-typisch, oder? Hier das Dach. Gut, steht ein bisschen hinten raus. Steht ein bisschen über das Dach hinten. Ah, das sind Tesla-Spaltmaße. Kein Problem. Das ist völlig normal. Das gelbe Interieur, das ist halt, ja, wie gesagt, das ist ein Vorserien-Prototyp. Deswegen ist das da innen drin so ein bisschen gelb. Oh, ESC ist auch noch an. Machen wir auch mal aus, hier. So. Das ist natürlich doof dann, wenn der die Mods auch nimmt. Das sollte er eigentlich nicht tun, weil er sollte die nicht mit anderen Fahrzeugen mischen. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Egal, naja. So viele haben wir jetzt auch nicht. Und vielleicht funktioniert es ja mal richtig gut. Also fahren tut sich die Karre auf jeden Fall. Nicht so, wie sie aussieht, sondern besser. Ist okay. Kann man durchgehen lassen. Würde ich jetzt nicht privat fahren, aber ist okay. Ist ja an. Ist ein Vorserien-Testfahrzeug.
So, wo müssen wir hin mit dem Ding? Ach, guck, das kommt hier in so eine... auf so eine... eigentlich ist das eine LKW-Andockstation. Da kommt das hin. Wird dann hier abgeholt. Und geht direkt in die Presse. So, Erfolg. Next Delivery. Mal schauen, ob wir jetzt wieder was Normales bekommen. Ja, da kriegen wir wieder. Ein gutes altes hier, weil so ein Polizei... Komisch, dass immer, wenn wir Blödsinn machen, dass wir danach Polizeifahrzeuge kriegen. Der hat aber Drehlaune hier. Ist das hier ein Showfahrzeug von der Polizei oder was? Also ja. Richtig Hollywood-mäßig. Bremsen tut er ganz gut. Mal sehen, ob wir den unbeschadet abliefern können. Wäre doch auch mal interessant, ein Fahrzeug ohne auch nur einen Kratzer abzuliefern. So schnell über die rote Ampel huschen. In der Luft zählen rote Ampel nicht. Also, wenn wir hier drüber springen, das zählt dann nicht als rot. Das ist ja Flugverkehr, das ist was anderes. Die rote Ampel gilt nur für Fahrzeuge auf der Straße und nicht für Fahrzeuge, die in dem Moment über die Straße hinweg fliegen. Deswegen, ja. Da würde auch ein Ampelblitzer würde auch ziemlich blöd dahergucken, wenn man 2 Meter in der Luft geblitzt wird. Wenn überhaupt, weil da ist ja meistens eine Kontaktschleife. Die würde man ja gar nicht berühren in der Luft. Also von dem her würde wahrscheinlich der Ampelblitzer nicht mal auslösen. Also es ist völlig legitim. Wenn man also die Möglichkeit hat, in Los Angeles, nein, in, wo ist denn das? In San Francisco, mit den schönen, wenn man da die Möglichkeit hat, in 2 Metern Höhe über die Ampel, dann ist das völlig in Ordnung. So, wo sollen wir denn hin? Hier, weil was ist das denn? Haben wir einen Leichenkofferraum, die wir jetzt auch noch entsorgen müssen, oder was? Wobei Polizeifahrzeug wahrscheinlich eher nicht so. Ach, das ist wahrscheinlich so ein FBI-Fahrzeug oder so. Und die müssen hier investigieren. Ermittlungen. Okay, Problem? Alles gut? Brauchen Sie Hilfe? Was ist denn hier los? Ach, die warten, die können nicht runter wahrscheinlich. Wegen dem. Es ist schon ein bisschen komisch, dass da keine Fahrer drin sitzen. Wäre irgendwie lustiger, wenn da Menschen drin sein würden. Drin wären. Ja gut, außer bei diesen schweren Unfällen, dann vielleicht nicht. Und hier geht's schon ziemlich steil runter. So, die Karre ist komplett 100% unbeschädigt, ne? Nur fürs Protokoll. So. Wir haben dem FBI-Hauptmann sein Fahrzeug geliefert. Komplett unbeschädigt. Ich will es nur festhalten. Gut, schauen wir mal, was wir jetzt kriegen. Aha, so ein Nissan. Nissan NX 200 oder 2000 oder wie heißt der? Ah, das schauen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Time to play hier bei BeamNG Drive. Bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Tschüss.